Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im vergangenen Jahr 2019 haben wir in Deutschland an zwei große Jubiläen der Demokratie erinnert. 100 Jahre lag es zurück, dass wir die erste Demokratie, die Weimarer Republik, gegründet haben und einen Reichstag gewählt haben in freien, gleichen, allgemeinen, direkten Wahlen. Und 70 Jahre lag es zurück, dass wir das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft gesetzt haben, dass heute das Grundgesetz für das gesamte wiedervereinigte Deutschland ist. Im vergangenen Jahr sind im Iran Tausende von Menschen öffentlich dafür eingetreten, die gleichen Rechte, die wir im Grundgesetz verteidigen, auch zuerkannt zu bekommen. Aber diese Demonstrationen und Proteste sind im Iran brutal niedergeknüppelt worden. Der Deutsche Bundestag hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach mit den anhaltenden Menschenrechtsverletzungen im Iran beschäftigt. In einer Aktuellen Stunde am 18. September und am 8. Oktober, als sich viele in Berlin lebende Iranerinnen und Iraner vor dem Reichstagsgebäude versammelt haben. Am 28. Oktober haben die Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und SPD einen Antrag eingebracht, der nun im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe beraten wird. Darin heißt es, Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen dürfen nicht straflos bleiben. Und diesem Appell schließe ich mich hiermit ausdrücklich an. Wir in der CDU-CSU-Fraktion haben uns in den Plenardebatten klar positioniert und auf die brutale Unterdrückung von mehr als 80 Millionen Menschen im Iran hingewiesen. Auch auf die Verfolgung gegen Muslime, Christen, Bahai und Kurden. Wir in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion stehen mit der großen Mehrheit des Deutschen Bundestages und des deutschen Volkes auf der Seite der unschuldig Verfolgten. Brutale Verfolgung, Inhaftierung, Folter, Ermordung von unschuldigen Zivilisten müssen ein Ende haben. Und ich sage auch, wir wollen, dass die Menschen im Iran den Sieg der Menschenrechte über die Tyrannei erleben. Deswegen müssen wir auch die Täter stärker verfolgen, wo immer wir das können. Ich unterstütze deshalb die Forderung zur Bildung einer internationalen unabhängigen Untersuchungsdelegation, um die Geständnisse bei den Bürgerprotesten, vor allem auch den Tod von 1500 Demonstrantinnen und Demonstranten, zu untersuchen. Wenn wir uns für die Menschenrechte und die Demokratie im Iran einsetzen, wenn wir uns für die Menschen einsetzen, die sich diesen Rechten mit ihren Protesten unter Inkaufnahme großer persönlicher Risiken verschrieben haben, dann setzen wir uns damit auch für eine friedliche Zukunft in Europa, in Deutschland und in der Welt ein. Und deswegen möchte ich all denen Mut zusprechen, die seit 4 Jahrzehnten unter Menschenrechtsverletzungen leiden, die unter der Todesstrafe leiden und die sich sehnlich einen Iran wünschen, in dem Menschenrechte, Demokratie und Freiheit ihre Heimat finden. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir einst alle gemeinsam beieinander stehen können und sagen können, wir feiern vielleicht die Jubiläen, die ich eben genannt habe, in Deutschland. Aber wir blicken auch auf die ersten 10 Jahre eines freiheitlichen, demokratischen Iran zurück. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.